Tränen am Fenster wurde uns von einem so spannenden und einfühlsamen jungen Autoren geschenkt, wie es sie am literarischen Horizont nicht oft gibt. Wir haben heute die Ehre, den Gewinner des diesjährigen American Fellowship of Arts and Letters Awards bei uns begrüßen zu dürfen, Mr. Rory Johnson. Danke. Ich habe nur versucht, die Wahrheit, so wie ich sie mir vorstelle, aufzuschreiben. Die Geschichte eines Mannes, seiner Frau und seines Kindes. Ich hätte nicht gedacht, dass ein kleines Buch wie dies so viele Menschen berühren würde. Hätte ich nur schon eine Idee für mein zweites Buch. Jetzt will ich Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen und möchte nur noch sagen, es ist mir eine große Ehre, heute Abend hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Rory Johnson hatte alles, was er sich je erträumt hatte. Aber irgendwo wartete der alte Mann. Und er würde alles verändern. Er wusste nicht, warum er es tat. Er wollte nur spüren, wie die Worte durch seine Finger flossen. Durch seinen Geist. Er schrieb jedes Wort ab, das auf diesen Seiten stand. Er änderte nicht einen Punkt. Kein Komma. Er korrigierte nicht mal die Rechtschreibfehler. Thank you.
Er musste wissen, wie es sich anfühlt, es zu spüren. Und sei es nur für einen Augenblick. Die Worte von mir. Sprich sie schon an. Ich werde sie dir kaufen. Den Gewinner des diesjährigen American Fellowship of Arts and Letters Awards, Mr. Rory Jensen. Ich hätte nicht gedacht, dass ein kleines Buch wie dies so viele Menschen berühren würde. Ich habe eine Geschichte. Es geht um einen Mann, der schrieb ein Buch, das er leider verloren hat. Was war mit Rory, nachdem der alte Mann ihn aufgespürt hatte? Sag's mir. In ihrer Arbeit steckt so viel Wahrhaftigkeit. Du hast mich belogen. Es ist noch nicht zu Ende. Ich sehe doch mein Leben. Ich sehe dein Leben, ich sehe sein Leben. Ich bin nicht der, für den ich mich hielt. Und erwarten, dass sie nicht dafür bezahlen müssen? Die Freude und den Schmerz, aus denen diese Worte geboren wurden. Sie nahmen diese Worte, dann nehmen sie auch den Schmerz. Sie müssen lernen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem wahren Leben und der Fantasie. Die beiden sind sich sehr nah, aber berühren werden sie sich nie. Wir alle treffen Entscheidungen. Das Schwierige ist, mit ihnen zu leben. Kennen Sie nicht die zerstörerische Kraft von Worten? Wenn Sie der Rest der Geschichte interessiert, kaufen Sie sich einfach das Buch.